Es muss gut gehen. Oh, tatsächlich. Sehr gut. Okay, hat geklappt. Ja, manchmal ist komisch bei Sam Fisher, nicht? Ich habe da schon Dinge erlebt. Gut, dann tue ich hier speichern. Und dann können wir uns wieder richtig schön ein abseilen. Das ist doch nett. Sicher, dass er tot ist? Alter, man kann sein Gehirn sehen. Natürlich ist er tot. Was ist mit haben die denn da gemacht? Die sind aber böse. Ja, Kurzschlüssel. Ich hab ihn. Ist kaputt. Gehen wir. Okay, also hier ins Fenster kann man nicht rein. Selbst wenn man das zerschießen tut oder so. Habe ich alles schon probiert. Okay, wie mache ich das jetzt? Mal gucken, ich glaube, da kommt nämlich ein Mannequin raus. Und ich will ja nicht, dass der mich sieht. Wenn ich das zerballern tue, ich glaube, da kommt gleich einer, oder? Wobei, man kann sie auch irgendwie... Habe Feind gesichtet. Hahaha, ja, witzig. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Hat der mich gleich gesehen. Du mach ich das mal anders. Vielleicht kann ich ja... Hier irgendwie... Nein, doch, richtig. Ich weiß ja nicht, ob ich das Glas hier auch kaputt schießen kann. Okay, es geht. Aber der wird mich doch so oder so sehen, oder? Ich hab da doch was gesehen. Nein, hast du nicht. Okay, der dürfte mich hier nicht sehen. Ich bin voll im Schatten. Okay, wo bist du? Nein, nein, geh wieder weg, geh wieder weg. Komm, geh weg, sei brav, sei brav. Oh, der hat eine Tasche. Ich will die Tasche haben. Jetzt geht der da noch. Ich könnte eigentlich weitergehen jetzt, oder? Aber ich sehe nicht, wo genau der ist. Ist das schon wieder eine Kacke? Okay. Ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht wartet jetzt meine Chance, gleich weiterzugehen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Jetzt geht der erst da lang. Okay, das war bestimmt meine Chance. Gott, ich brauche was zu trinken. Ja, ja, ich auch. Jetzt kommt der wieder zurück. Ich glaube, doch, doch. Ich glaube, das ist eine super Chance. Jetzt geht der da lang. Okay, das nutze ich jetzt. Komm. Da kann ich nicht vorbei. Ach Gott, hier brauche ich einen Codeblock. Oh Mann. Ja gut, das war dann. Wenn ich da links vorbeigehe, dann geht der Alarm los. Ja gut, scheiße jetzt. Ah, steht hier vielleicht irgendwas drin? Nee. Ja, den Code, den ich brauche, den hat natürlich er. Ist natürlich jetzt schlecht für mich. Jetzt komme ich nicht weiter. Okay, okay. Wobei, warte mal, dann gehe ich erstmal da lang. Bin jetzt voll im Licht, aber ich habe jetzt erstmal keine Möglichkeit. Jetzt sieht er mich hier. Mann. Ich habe da doch was gesehen. Ja, okay. Okay. Lassen wir es sein. Lassen wir es sein. Okay. Wie gesagt, wenn ich da vorbeigehe, dann wenn ich da vorbeigehe, dann sieht er mich doch. Quatsch, wenn ich da weitergehe, dann ist ja der Alarm. Okay, warte mal, ich speichere jetzt mal. Was macht der da? Der guckt. Also eigentlich muss ich den K.O. hauen. Wie sagt, der hat den Code. Was denn du? Achso, die kaputte Scheibe war. Komm schon, stirb. Oder soll ich den kaputt hauen? Ach nee, Quatsch. Ja, jetzt wollte ich gerade ausgehen, aber dann sieht er mich ja voll im Licht. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Wie sagt er, nicht andere Fenster komme ich nicht rein. Ich brauche unbedingt den Codeblock. Ich versuche das einfach mal. Wenn ich da jetzt weitergehe,
glaube, der Alarm wird ausgelöst, oder? Naja, Metalldetektor. Ich sehe wohl schon Gespenster. Hier kann ich Uni vorbei. Ja, eben. Vergessen wir. Er ist weg. Naja, eben, das bringt nichts. Gut, dann muss ich den kaputt hauen, dann komme ich anders nicht vorbei. Oh, komm. Dann geht's echt nicht anders. Tasche. Okay, ich hoffe aber wirklich, dass der jetzt... Genau, da ist der Code, genau. Gut, dann muss ich den irgendwo gut verstecken. Aber eigentlich ist der hier ja im Licht, oder? Im Schatten, meine ich. Eine bessere Stelle gibt's ja nicht wirklich. Ich probier's mal aus. Hey, hier ist alles dunkel, hier kann ich auch kein wirkliches Licht zerschießen. Wobei, die kleinen Dinger da oben... Aber ob das was bringt? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich probiere das einfach mal. Ja, eigentlich, der ist ja hier im... Man dürfte den ja eigentlich nicht sehen. Gut, dann speichere ich. Und dann geht's weiter. So, warte mal, der Code. Also, wenn ich auf jeden Fall nach den Splinter Cell aufnehme, da werde ich halt immer bei YouTube sowieso nach dem, da gibt's halt diesen amerikanischen Let's Player, der hat das wirklich auf 100% gespielt. Und da werde ich natürlich im Nachhinein immer gucken, wie der das gemacht hat, ob es vielleicht doch einen anderen Weg gegeben wäre, gegeben hätte. Und dann werde ich das ja sehen. Aber ich bin der Meinung, dass es hier keinen anderen Weg jetzt gab, also... Wobei, naja doch... Ich könnte mir natürlich den Code jetzt aufschreiben und könnte dem eigentlich dann, ne? Hab ich doch beim letzten Mal auch so gemacht. Wobei, jetzt zeigt schon gespeichert, ich Idiot. Aber ist egal. Also, 97531. Genau, dann kommen wir nämlich hier vorbei. 97531. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt, in diesem Spiel gibt es natürlich auch Abschnitte, da ist Stealth absolut nicht möglich, da muss man wirklich kämpfen, denn... Ja, okay, Munition können wir nicht mitnehmen, weil wir natürlich noch keine verbraucht haben. Zumindest nicht von unserem Gewehr. Tun wir mal speichern. Oh, hier ist arschdunkel. Aber richtig arschdunkel. Oh, mir juckt die Nase schon wieder, Alter. Boah. So, okay. Da oben ist der Schacht, genau. Oh, okay. Hier ist ein Glasschirm, hier muss ich aufpassen. Hier gibt es jetzt auch zwei Wege. Hier kann ich Licht anmachen. Okay, mal gucken. Warte mal. Das gucke ich erstmal durch. Boah. Ich sehe nichts. Kann man das nie ausmachen? Natürlich nicht. Okay, da steht einer, dann hat sich das schon mal erledigt. Genau, was müssen wir eigentlich machen? Zugang verschaffen und Ivan finden, bevor die Russen ihn töten. Okay, das ist doch mal eine Ansage. So, hier sind natürlich Glasscherben. Wie gesagt, da muss man natürlich sehr langsam gehen. Nicht, dass mich der Kunde da draußen hört. Genauso wie hier. Wenn man Lüftungsschächte entlang geht, dann ist das auch immer so eine Sache. Ich glaube, hier kommen jetzt schon die Russen und die Ivan. Also ich glaube, hier muss man den schon retten. Nee, doch nee. Und die Arche da speichern. Teilen. Zerstört jeder einzelne davon. Sehr. Okay, jetzt kommt nämlich eine Sequenz, da muss man die erschießen. Wobei, muss man gar nicht. Nee, stimmt. Ich habe das auch jetzt schon mal in Stealth geschafft. Ich werde es mal probieren, ja. Auf jeden Fall ist das eher eine Action-Szene. So, warte mal, was mache ich denn? Was wäre denn jetzt am besten? Wenn ich hier das Licht ausmache, dann tue ich ihm anlocken. Rausgehen kann ich, glaube ich, auch nicht, weil er mich dann sieht. Ich weiß es nicht. Ich tue einfach mal hier speichern. Weil ich glaube, die werden so oder so hierher kommen, oder? Also Licht aus. Aber gefährlich, wenn wir zu viele davon nehmen. Die sollen ja auch gefährlich sein. Mein Gott, das sind Minen. Okay, warte mal, Tür öffnen. Ach so, da komme ich dahin, okay.